Und mit diesem wirklich nichtssagenden Intro, hallo und herzlich willkommen zu The Outer Worlds. Ach. Ist schön, wenn hier übrigens nicht beisteht, wie man das einstellen soll. Also, oft steht ja so, dass man das erste nicht sieht, das zweite kaum, das dritte gut. Aber hier steht gerade gar nichts. Hier steht einfach nur drei Logos. Neues Projekt! Wir sind durch mit Yibbis. Und weil wir ihm hier gegeben haben, sind wir jetzt tatsächlich frei, ein neues Spiel zu beginnen. Das wird The Outer Worlds sein. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe es gerade zum ersten Mal gestartet. Und ich werde euch hier mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Albtraum, hart, normaler Spaziergang. Entscheide dich für den Schwierigkeit, wenn die Story wichtiger ist als die Kämpfe. Auf den Schwierigkeitsspaziergang haben deine Gegner weniger Leben, wir haben weniger Schaden. Okay, die Schwierigkeit für Spieler gedacht, die andere Auswirkungen. Diese Schwierigkeit werden dem Spieler zusätzlich Auswirkungen hinzufügen. Wenn du den Schwierigkeitsgrad bei Albtraum runtersetzt, kannst du ihn nicht wieder hochsetzen. Wenn du den Schwierigkeitsgrad auf Albtraum heruntersetzt, das ist herunter und nicht hoch? Weil die Schwierigkeit wird doch höher und nicht niedriger. Gegner haben mehr Leben und versuchen mehr Schaden. Du musst essen und trinken und schlafen, um zu überleben. Begleiter können wirklich sterben. Verkrüppelte Körperteile können nur durch Bettruhe geheilt werden. Ja doch. Waffen und Rüstung sind bei aufgebauter Haltbarkeit praktisch nutzlos. Alter Falter. Wir machen mal normal, weil das kann man ja ändern. Gesprächs. Untertitel ein. Untertitel für Zwischenrufe ein. Untertitel für Zwischensequenzen aus. Prosperity awaits you in the stars. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world, to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Es scheint wohl, hallo, sehr englisch zu sein. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Wenn nicht, habt ihr Pech. So, verbleibende Punkte 6. Attribute, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Wahrnehmung, Charisma, Geisteshaltung. Was bringen die ganzen Sachen denn? Stärke, Stärke beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen und deine maximale Traglast. Betroffene Fähigkeiten, Einhand-Nahkampfwaffen, zwei Nahkampfwaffen, schwere Waffen blockieren, Inspiration einschüchtern. 80 Kilogramm Tragekapazität, Alter, 80 Kilogramm ist nicht wenig. Also ich wiege 80 Kilo. So gesehen kann der Charakter mich gerade tragen. Ich wiege 80 Kilo, tut mir leid. Geschicklichkeit beeinflusst das Angriffstempo von Nahkampfwaffen und die Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Betroffene Fertigkeiten, Einhand-Nahkampfwaffen, Handfeuerwaffen, Ausweichen, Blocken, Schleichen, Schlossknacken. 0% Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen, 0% Nachladegeschwindigkeit mit Fernkampfwaffen. Intelligenz. Intelligenz beeinflusst den Bonus Schaden von kritischen Treffern. Betroffene Fähigkeiten, Langwaffen, Überzeugen, Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit. Wahrnehmung beeinflusst den Bonus Schaden von Kopf- und Schwachstellentreffern. Betroffene Fertigkeiten, Handfeuerwaffen, Langwaffen, schwere Waffen, Ausweichen, Schlossknacken, Technik. Bonus auf okay.
Charisma wirkt sich auf deinen Ruf bei Fraktionen und die Fähigkeit, Abklingzeiten dann Begleiter aus. Überzeugen, Lügen, Einschüchtern, Hacken, Wissenschaft, Inspiration. Geisteshaltung verbessert deine natürliche Lebensgeneration. 2 Nahkampfwaffen, Lügen, Schleich, Medizin, Technik, Entschlossenheit. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht? Okay, habe ich auf hier 2 Punkte. Dann sollten wir jetzt nicht unbedingt, wenn wir in Stärke nicht so viel gepackt haben, nicht unbedingt hier in Nahkampf gehen, sondern eher in Fernkampf. A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Nahkampf. Nahkampffertigkeiten verbessern die Chance auf kritische Treffer mit Handwaffen. Jeder Punkt bei Nahkampf erhöht die Fertigkeit Einhand, Nahkampfwaffen und zwar maximal 50 Punkte. Interessant. Angriffe mit 2 Nahkampf. Okay, da steht halt, was wir dann so bekommen. Heißt, wir können hier einen Punkt reinsetzen. Ah, a blunt force trauma specialist. Sind da auch nicht drin. I might have a job Fernkampf for you. Verbessert die Faden, Kreuz, Schwanken. Okay, das nehmen wir wahrscheinlich mit. Verteidigung, Dialog. Dialogfähigkeiten verbessern eine Option mit NSCs, Nichtspielercharakteren zu sprechen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kampfes. Innerhalb des Kampfes? Überzeugen, Lügen, Einschüchtern, Schleichen, Hacken, Schloss knacken, Medizin, Wissenschaft, Technik. Was ist denn Technik zum Beispiel? Mit der Fertigkeit Technik benötigst du wenige Waffenteile und Rüstungsteile, um deine Ausrüstung zu reparieren. Interessant. Führung. Entschlossenheit, Inspiration. Also ich möchte eigentlich gerne in Fernkampf einreihen. A Gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you und from here to Hephaestus. Schleichen, Hacken, wobei Tarnung nicht unbedingt. Wir nehmen Dialog. Ever captured, I'll let you do the talking. Jeder Kauer nach deinem ersten Treffer Kauer Mensch mit... Okay. Lügen. Verwirrung. 50% Chance, dass Roboter-Einheiten statt dir 10 Sekunden lang andere Gegner langsam angreifen. Okay. Machen wir mal so. Ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Ich kenne das Spiel nicht. Es tut mir leid. Begabung. Hier können wir wahrscheinlich eine auswählen, oder? No missing fingers. You are good at your job. Keine erkennbare Befähigung. Kolonist klang schon wie ein netter Startberuf für eine Person mit deinen Fähigkeiten. Die kosmische Grenze zu besiedeln ist ja wohl schon Herausforderung genug, ohne sich über Lohnarbeit Gedanken zu machen. Immerhin kannst du dir den Rest deines Lebens überlegen, wie du dich in Halcyon nützlich machen kannst. Begabungsbonus Entschlossenheit plus 1. Getränkebereitstellungstechniker, Bürokrat, Junior-Kassierin ohne leitende Tätigkeit. Bürokrat, männlich. Getränkebereitstellungstechniker, männlich. Techniker. Baubetrieb, Elektrikerklasse, Drahtwicklerin. Okay, aber der erste Beruf, der weiblich ist, ist Kassierin. Sehr schön. Überzeugen, blocken. Ich will mir hier nicht alles durchlesen, weil es echt viel ist. Baubetrieb, Aufzugsbedienungsspezialistin, Technik. Ausweichen, Fabrikarbeiterin, Förderbandbedienerin. Bäuerin, Erdaufbereiterin. Die sind jetzt alle irgendwie weiblich. Ausweichen, was gibt es? Endstrahlschaden, Nahrungseffektdauer, Korrosionsschaden, Inspiration, Medizin, Plasmaschaden, Wissenschaft, Einhand-Nahkampf. Nehmen wir Junior Medizintechniker? Maybe you can do something about this lump in my neck. So, Aussehen, Geschlecht, weiblich. Ja, komm, wir spielen mal, Mann. Sieht hier irgendwer nach Lim Yau Miau aus. Die sehen merkwürdigerweise alle nicht sehr nach Katzen aus. Der sieht aus wie so ein Stargate-General. Hautfarbe. Gibt es hier irgendwo Käse? Ja, komm, das ist in Ordnung. Augenfarbe. Auch in Ordnung. Brauen. Okay, man kann hier wirklich viel einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen die Nase. Finde ich schon mal besser. Ich finde die Nasenlänge bloß nicht so ganz cool. Ja, nicht ganz so tief. Ja, ist in Ordnung. Haare.
Okay, es gibt sehr abgespacete Frisur. Ja, so sehe ich bald aus. Und so sehe ich noch eher aus. Oder so. Hier gibt es keine hübsche Langhaarfrisur, wie ich finde. Nein, gibt es nicht. Also das sieht halt nochmal ein bisschen jünger aus. Ich glaube, das ist in Ordnung. Haarfarbe. Ist hier irgendwas halbwegs Normales? Komm, schwarz. Braunform. Ja, besser. Gesichtsbehaarung. Oh, eigentlich müssen wir den Franzosenbart nehmen. Ja! Bartfarbe. Perfekt. Merkmale. Schminke. Ich glaube, ich möchte keine Schminke haben. Wenn das sehr nett ist, dass es diese Möglichkeiten gibt. Nein. Weil Lim Yom Yom hat ja eigentlich eine Narbe auf den Nasenrücken. So. Dreck. Oh Gott. Sieht aus wie Loki oder wie er heißt aus Vikings. Ich will keinen Dreck. Die sind alle zu krass. Wobei, die geht noch. Alter. Naja, wir sind eher jung. Lim Yom Yom ist eher jung. Wie heißt du? Ja, alter, Lim Yom Yom. Digga! No. So. Stärke durchschnittlich, Geschicklichkeit gut, Intelligenz gut, Wahrnehmung gut, Charisma hoch, Geisteshaltung gut. Wir sind Mediziner, haben so ein paar Sachen und heißen Lim Yom Yom. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2, Orbiting Laboratory, Halcyon System. Status, structural integrity down 25%. Power levels down to 90%. Shit. Ich habe seinen Namen schon vergessen übrigens. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Ha 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 ha!
Also tut mir leid, aber anfangs schon mit der Tür, wo die nicht ganz runtergeht und er mehrfach da drauf drückt und eben schon wieder. Es ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one of a kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Dankeschön. Ich glaube, die Landung war nicht ganz so hübsch. Aber wir kennen anscheinend die Technik und wissen, wie wir hier rauskommen. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Er hat das Ding halt wirklich in der Hand, ist das Geile. Da, Hand, das Ding. Er hat es nicht aufgestellt, obwohl es halt ein Dreibein ist, was er hätte aufstellen können. Was zur Hölle, ey. Ja. Wenn ihr Bock auf das Projekt habt, dann tut es mir leid. Aber es geht erst morgen weiter. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich hoffe ihr auch. Lasst gerne eine Bewertung da. Lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mehr sehen wollt von The Outer Worlds, gerne ein Abonnement. Bis morgen. Haut rein. Tschüss.